Ich auch nicht in Ihren wilden Jahren ich in habe es mal Drelong? einmal während der Schulzeit mal einen Zug dran getan. Es war furchtbar und nein. Mhm. Beziehungsweise das Vorhaben meines ganzen Dorfes, die Cannabis-Legalisierung zu boykottieren. Alles zu versuchen, die Shop-Bildung und die Club-Bildung zu verhindern. Die feierliche Nachricht, dass 33 Cannabiskonsumenten in Bayern aus der Haft entlassen worden sind. Zitat, es sei längst überfällig gewesen, dass die, die nur für ihren gelegentlichen Eigenkonsum kleine Mengen Cannabis bei sich haben und rauchen, nicht mehr dafür bestraft werden. Wo man also sieht, dass nun nach und nach die Fälle geprüft werden und die Konsumenten dementsprechend dann freikommen. Oder eben auch nicht. Okay, also darauf erstmal einen guten von Hybrid. Oh, hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und damit willkommen auf dem Kanal Fantastic Life, wo es sich nämlich rund um die Legalisierung und die Regelung rund um Cannabis in Deutschland dreht. Wo es auch heute wieder neue Informationen gibt, die mal wieder präsentiert werden von Hybrid Filter und auch Phenohunter. Wo es nämlich diese Woche wieder Meldungen in zwei Richtungen gibt. Und zwar einmal bei der Legalisierungsbefürwortungsseite, die das ganze Thema noch ausbauen möchte. Und natürlich auch bei der Gegenseite, und zwar der Union, die die Legalisierung wieder rückgängig machen möchten. Also von Freilassung von Konsumenten bis hin zu einem Cannabisverbot, was für die ganze Stadt gelten soll. Beziehungsweise darüber, dass Cannabis nach dem nächsten Regierungswechsel auch wieder gleich verboten werden soll. Worüber ich euch natürlich die ganzen Infos einmal zusammengefasst habe. Doch bevor wir nun zu den weiteren Infos kommen, möchte ich noch auf den Sponsor aufmerksam machen. Und zwar Hybrid Filter, die nämlich in verschiedensten Variationen daherkommen. Wie zum Beispiel den 1000er Glas in bunt gemixt, in normal weiß, 50er Packs in verschiedensten Farben. Sowie natürlich auch das Kombi Pack mit Filtern und auch noch Paper. Die allesamt nämlich mit der 2-in-1 Filterung kommen. Also mit den Aktivkohle und auch noch dem Zellstoff. Also falls ihr eure Lunge mal ein wenig schonen wollt, dann checkt auch gerne mal den Link in der Beschreibung ab, wo ihr nämlich nochmal satte 20% Rabatt mit dem Code FANTASTIC20 bekommt. Sowie auch die Möglichkeit, einer dieser goldenen Grinder-Karten bei der Bestellung dabei gelegt zu bekommen, was dann bedeutet, dass ihr ein Leben lang Goodies von Hybrid bekommt. Also vielen Glück schon mal dabei und vielen Dank auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit. Doch nun würde ich sagen, ist auch mal genug mit dem Gerede und wir starten direkt ins erste Thema rein, wo wir auch gleich bei einer positiven Nachricht anfangen. Und zwar die feierliche Nachricht, dass 33 Cannabiskonsumenten in Bayern aus der Haft entlassen worden sind, wonach sich nun Markus Söder wahrscheinlich an den Kopf fasst und ihm wahrscheinlich so gar nicht schmeckt, da seine Pläne natürlich ganz anders aussehen. Jedoch aber zeigt, dass die Amnestieregelung, die in der Legalisierung Teil 1 verankert war, nun auch so langsam ihre Wirkung zeigt und auch in verschiedenen Bundesstaaten, wie hier zusammengefasst, auch noch angegangen worden sind. Wo man also sieht, dass nun nach und nach die Fälle geprüft werden und die Konsumenten dementsprechend dann freikommen oder eben auch nicht. Wobei Nordrhein-Westfalen da mal ein wenig nachziehen kann, doch alles im Allen eigentlich eine positive Entwicklung darstellt. Wozu nämlich auch der Landesabgeordnete der Grünen Folgendes sagt. Zitat, es sei längst überfällig gewesen, dass die, die nur für ihren gelegentlichen Eigenkonsum kleine Mengen Cannabis bei sich haben und rauchen, nicht mehr dafür bestraft werden. Ministerpräsident Söder und ihre Partei sei dafür mitverantwortlich, dass Menschen, die mit ihrem Konsum niemanden gefährdet haben, ins Gefängnis gesperrt worden seien und richtet folgende Worte zu ihnen. Sie sollten sich bei den Freigelassenen für die unnötige Haft entschuldigen. Wobei ich eben nur zustimmen kann. Was unter anderem auch mit Thema 2 die Polizei aus Osthessen bestätigt, die nämlich die Delikte nach der Legalisierung einmal aufgefasst hat. Also ob die Cannabis-Delikte nach oben steigen oder sich das Ganze aber gemächlich vollzieht, was ja die Befürchtungen von Markus Söder sind. Wozu aber der Polizeisprecher nun Folgendes sagt. Denn die Polizei spricht, Zitat, von einer geringen Anzahl an bisher festgestellten Verstößen. Ein Cannabis-Hotspot gäbe es an Osthessen nicht. Und spricht von Straftaten in einem unteren zweistelligen Bereich, wonach sich also die Konsumenten von Cannabis an die aktuellen Gesetze zu halten scheinen, was somit gesehen auch nochmal eine positive Nachricht und Entwicklung ist. Was die Union allerdings ganz anders sieht, die natürlich in der Cannabis-Legalisierung überhaupt nichts Gutes sieht und sie am liebsten auch rückgängig machen würde, was nun auch weitere Aussagen aus Bayern beweisen, beziehungsweise das Vorhaben eines ganzen Dorfes, die Cannabis-Legalisierung zu boykottieren, beziehungsweise alles zu versuchen, die Shop-Bildung und die Club-Bildung zu verhindern. Und das, indem sie verhindern wollen, dass solche Clubs in städtische Immobilien einziehen können und natürlich auch auf sämtlichen anderen Wegen versuchen, ja, das ganze Vorhaben da zu boykottieren. Aber natürlich Markus Söder, der mit solchen Aussagen kommt, ja, nur in die Karten spielt.
erteilt worden. Wir haben auch viele Bereiche ausgeschlossen, übrigens mit den Gastronomen, mit den Volksfesten, mit den Städten. Und also in Bayern will ich das so klein wie möglich halten und am liebsten nach der Bundestagswahl. Wer dabei leider auch noch Unterstützung der Freien Wähler bekommt, und zwar in Form von Hubert Aiwanger, der nämlich klar gegen Cannabis positioniert ist und Folgendes letztens auf X geschrieben hat: Die Cannabis-Legalisierung muss zurückgenommen werden, die Ampel muss weg, sie erleichtert Dealern die Arbeit, weil Dealer bei der Kontrolle sagen, es sei Eigenbedarf, das dürfen wir so nicht laufen lassen. Und dabei beende ich auch mal das Zitat. Also womit aber klar aufgezeigt ist, dass die Freien Wähler ganz klar die CSU bei der Frage der Legalisierung und der Thematik, ob Cannabis erlaubt bleiben soll, unterstützen werden. Und im Falle eines Regierungswechsels natürlich auch sofort die ganze Union dabei unterstützen wird, die Cannabis-Legalisierung rückgängig zu machen. Was nämlich einer der Hauptforderungen der Union ist, da es nicht nur im Regierungsblatt der CDU steht, sondern vor allem auch von Markus Söder und auch Friedrich Merz publiziert wird, dass die Legalisierung so schnell wie möglich wieder rückgängig gemacht werden muss. Und natürlich absolut nichts Gutes ist, da Friedrich Merz natürlich selber schon Erfahrung gemacht hat. Aber schauen wir uns das selbst doch mal an. Gerade was den Kinder- und Jugendschutz anbetrifft, ist es eine falsche Entscheidung. Stichwort Cannabis. Haben Sie jemals selbst konsumiert? Nein. Nie. Nein. Auch nicht in Ihren wilden Jahren. Ich habe es mal einmal während der Schulzeit mal einen Zug dran getan. Es war furchtbar und nein. So furchtbar wie in die Union einzutreten. Also bei Friedrich Merz hat es anscheinend nicht so gut getan. Was aber nicht heißt, dass es andere Konsumenten ja nicht mögen oder machen dürften. Was zumindest meine Einstellung dazu ist. Aber was ihr darüber denkt, gern mal hier unten in Kommentarform. Und vor allem, was ihr darüber denkt, dass so jemand darüber entscheidet, was andere zu tun oder aber auch zu lassen haben. Doch aber nun Spaß beiseite aufzeigt, dass die Union ganz klar die Linie verfolgt, die Cannabis-Legalisierung bei der nächsten Wahl wieder rückgängig zu machen. Also wenn es dann nicht noch einer der Ampelparteien schafft, Teil der Regierung zu bilden, wonach es dann ein ziemliches Hin und Her geben wird, also das Ganze mit den Clubs, und vor allem auch der zweiten Säule der legalen Fachgeschäfte noch gar nicht so endgültig erscheint, die ja immer noch auf sich warten lassen. Aber wozu es nun nach den gestarteten Debatten im Bundestag in der Zukunft dann auch Neuigkeiten geben sollte. Also falls euch das Thema interessiert und falls ihr in der Zukunft nichts verpassen möchtet, also rund um die Cannabispläne und ob die Legalisierung in der Zukunft noch angegriffen wird oder wir eventuell sogar noch mehr Freiheiten erhalten, wenn die Legalisierung Säule 2 durchgezogen ist, dann lasst mir doch auch gerne ein Abo da. Darüber würde ich mich auf jeden Fall noch sehr freuen. Ansonsten aber wünsche ich euch noch einen schönen Tag und hoffe, ihr genießt die Legalisierung in vollen Zügen. Bis wir uns dann nächste Woche wieder auf den Kanal mit Neuigkeiten wiedersehen. Also bis dann und zum nächsten Mal. Ich chill hart auf der Couch, du machst dir dein Bier auf. Ich will lieber einbauen, dann flieg ich high. Stress zieh.